Und dann ist das 85 mal 10er aus der Tagesanmelde-Upgrade SBC. Gönnt erstmal die Team of the Season. Deutschland? Torwart, wieder das Ding. Ja, sehr, sehr nice. Sehr, sehr gutes Rating. Haben wir schon abgegeben. In mehreren SBCs. Oh, der nächste, Freunde. Let's go, Donovan. Ist am Start wieder keiner von den, in Anführungsstrichen, teuren. Aber ihr wisst, First Owner, Road to Glory. Ah, 5-Star, 4-Star. Okay. Oh, kann man mitarbeiten. Der nächste Offensivmann, Freunde. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Und ja, Footies aus solchen Packs zu ziehen, immer eine nice Geschichte. Und ihr seht, Alter, wir haben Götze noch. 95er Goretzka, 94er und 95er. Ah, perfekt. Und die ist auch 294er hier vorne. Wild. Das nenne ich wild. Das ist sehr, sehr gutes SBC-Futter, Freunde. SBC-Futter. Das ist wild. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Und Götze und Dingens, jawohl, die sind noch tradable. Dann schauen wir doch mal, was die so gönnen. Die 85 mal 10 aus der Tagesanmelde. Bei mir haben sie schon mal Footies gegönnt, wenn es auch nicht der teuerste war. Aber einen noch nicht, den ich habe. Oh, und die haben auch schon mal 94er Rating. Sehr gut. Wie bei mir mit Testegen. Oh, Van Persie am Start. Ja, das wäre bei mir tatsächlich auch Duplikat gewesen. Robin Van Persie, let's go. Also das Pack auch gar nicht mehr so schlecht. Sehr, sehr geil. Und das nächste. 85 mal 10er. Komm, gib uns noch eine dickere Icon. Oh, dann wilden Footies. Ist das Benacer? Ja. Tatsächlich. Oh, kein Duplikat. Okay, der Verein scheint tatsächlich sehr leer zu sein. Okay. Ja. Aber das eher zu viele 85er da, beziehungsweise 86er. 4 Stück. Der Rest kann man mitarbeiten. Dann insgesamt das vierte Pack. 85 mal 10 aus dem heutigen Video, Freunde. Es wird Argentinien. IV. Oh, wieder eine 94er. Okay, die 94er scheinen auf jeden Fall hier gerne drin zu sein in solchen Packs. Mit wieder ein Essien diesmal. Ja, alright. Für Bronzespieler kein schlechter Trade. Ja, und zum Abschluss öffnen wir jetzt noch das 82x100er Pack. Hier haben wir ein weiteres am Start aus der Community. Mit Team of the Season natürlich zum Start. Hey, Harry Kane. Diesmal kein 94er. Gut, ist auch kein 85er Pack, aber 95er Kane. Komm. Wer ist hinter? Natürlich erstmal die blaue Wand, wie wir es kennen. Die erste Seite komplett voll. Sehr gut. 100 Items können angezeigt werden. Ich sehe schon, 35 sind Duplikat. Zweite Seite 3 Tots. Dann Kroos, Fabinho. Trent haben wir gesehen. Jetzt die 84er. 83er, 82er sehen wir da hinten schon. Ballack und Riquelme. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Nee. Also ich meine, okay, das ist alles gutes SBC-Futter, aber da hätte ich jetzt gerne Rosane gesehen. Oh, noch ein Zahn hinten dran. Ah, schade, schade, schade. Dass es kein Rosa geworden ist, aber ja, SBC-Futter ist es auf jeden Fall geworden. Freunde, lasst mich gerne wissen, was hattet ihr in eurem 85x10er-Pack von heute drin? War es gut? War es schlecht? Und falls ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, hier ein Bonusvideo von heute Mittag, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ist um 13 Uhr online gegangen. Eine Erinnerung an euch in Bezug auf die Footies Season. Also geht da auch sehr gerne rein, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Und wir gehen rein in den Draft. Also auch der hat Spaß gemacht. Und insofern gönnt euch das Video. Sonst bis morgen. Euch einen entspannten Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.